Das meint in Wahrheit, dass wir in einer Simulationswelt leben, die eine höher entwickelte Zivilisation auf einem Computer laufen lässt, den sie in ihrem Universum geschaffen hat. Dann wäre alles, was wir hier sehen, inklusive uns selbst und unserer Gehirne, Teile dieser Simulation. Wenn wir eine Simulation sind, zu welchem Zweck ist sie wohl da? Sollte unsere Existenz dann wirklich nur eine Laune sein? Oder steckt dahinter nicht doch vielleicht ein Schöpfer mit einer Absicht, so wie es unsere Vorfahren immer geglaubt haben? Die Idee der Simulationswelt ist aufgrund von Annahmen entstanden, welche Rechnerkapazitäten wohl eine weiterentwickelte Zivilisation haben könnte. Diese Idee konnte natürlich erst aufkommen, seit es Computer gibt. Deshalb konnte diese Hypothese erst in den letzten Jahrzehnten entwickelt werden. Die elektronischen Geschöpfe, die in dem Spiel namens Leben auf dem Schachbrett herumkrabbeln, sind kaum mehr als kleine Datenimpulse. Aber nichtsdestoweniger stützen sie irgendwie auf gespenstische Weise die Simulationsthese. Die Regeln meines Lebensspieles sind einfach und primitiv. Dagegen sind die Regeln des realen Universums um so vieles komplizierter. Seit Jahrtausenden versuchen wir, sie zu verstehen und sind dennoch weit davon entfernt. Eigentlich darf man sich von solch einem Spiel nicht allzu viel erwarten, aber trotzdem ermöglicht es Einblicke in sehr interessante Verhaltensmuster. Es zeigt vor allem einen wichtigen Punkt. Ein so primitives System zeigt tatsächlich Verhaltensähnlichkeiten mit dem realen Universum. Sein Konzept ist holzschnittartig der Biologie des realen Lebens nachempfunden. Es ist dann sehr schön zu beobachten, dass es sich zu einer Art künstlicher Biologie entwickelt. Wir wissen nicht mit Bestimmtheit, inwieweit die Gesetze, die die reale Welt regeln, mit denen des Lebensspieles korrelieren. Aber wir wissen, dass die Gesetze, die die Natur bestimmen, im Grunde recht simpel sind. Wir können sie mit einfachen mathematischen Gleichungen beschreiben. Wir können so Computer programmieren und die Natur simulieren. Und aus solch simplen Regeln kann eine immense Komplexität entstehen. Wenn nun aber unsere Existenz Teil einer Simulation ist, sind wir dann überhaupt real? Die Überlegung, ob unsere Natur real ist oder nur eine Illusion oder ein Traum, existiert seit Hunderten von Jahren, Jahrtausenden von Jahren. So lange beschäftigen sich Philosophen schon mit diesen Fragen. Und wenn wir uns in einer Simulation befinden, heißt das, dass dann unweigerlich nichts mehr real ist. Ich finde solche Fragen müßig. Es heißt doch nur, dass unsere Vorstellung von Wirklichkeit vielleicht nicht ganz stimmt. Und was das tägliche Leben angeht, sollte sich einfach jeder weiter so verhalten wie bisher. Es gibt keinen Grund, aufgrund der philosophischen Implikationen solcher Thesen depressiv zu werden. Denn das tägliche Leben geht genauso weiter, ob wir nun einen freien Willen haben oder nicht. Daran ändert auch nichts, ob unser Universum am Ende mit einem großen Knall explodiert oder still in sich zusammensackt. So sehr wir Menschen es lieben, über die großen Zusammenhänge nachzudenken, was uns letztlich wirklich emotional packt, das sind die kleinen Dinge des täglichen Lebens. Sie machen alles aus, was wir sind. Wenn wir uns wirklich in einer Simulation befinden, dann sind wir für unsere Bedürfnisse immer noch wirklich genug. Welche höhere Kraft unsere Erschaffung mathematisch und intellektuell bestimmt haben mag, sie hat aus einfachen Atomen ein Wesen geschaffen, das die Fähigkeit entwickelt hat, mit seinem Intellekt seine physikalischen Grenzen zu überschreiten. Solche Argumentationen zeigen nicht zuletzt, wie beschränkt unser Intellekt schließlich doch ist. Wir müssen immer wieder erkennen,
dass der kleine Winkel, in dem wir leben, tatsächlich ein sehr, sehr, sehr kleiner Winzbereich in einer Welt ist, die viel größer ist, als wir je angenommen haben. Und möglicherweise werden wir per se nie in die Lage versetzt, darüber hinauszukommen und andere Teile kennenzulernen. Solche Thesen zeigen aber zugleich, wie weit unsere menschliche Intelligenz reicht. Wir können Theorien und Hypothesen entwickeln, die weit jenseits der uns umgebenden Welt reichen. Wir haben gelernt, uns auf diese Weise weiterzuentwickeln. Wie viele Löwen sind in unsere Höhle eingedrungen? Wird es heute Nachmittag regnen? Was dieser Mensch wohl von mir denkt? Solche ganz alltäglichen Fragen haben unser Gehirn immer weiter wachsen lassen. Heute ist es soweit, dass damit begonnen werden kann, über die fundamentalen Fragen unserer Existenz und des Wesens der Natur nachzudenken. Bei dem Versuch, den religiös gefärbten Welterklärungsversuchen eine Alternative entgegenzustellen, haben die Kosmologen eine Idee entwickelt, die der traditionellen unglaublich ähnlich ist. Ein übermächtiges, allwissendes, hyperintelligentes Wesen, dessen Motive unergründbar und dessen Existenz nicht beweisbar ist. Uns Physikern ist es besonders wichtig, Ideen nicht gleich deshalb zu verwerfen, weil sie verrückt klingen. Sonst hätten wir längst Atome, schwarze Löcher und andere wunderbare Dinge ad acta legen müssen. Und wenn man mal ehrlich ist, wer wünscht sich, wenn er die große Frage nach dem Wesen der Wirklichkeit stellt, eine Antwort, die nur banal ist? Da erwartet man schon eher etwas, was verrückt klingt. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Ich finde, wir sollten einfach akzeptieren, dass unser Universum ziemlich bizarr ist. Und wir sollten das als seinen besonderen Reiz zu schätzen lernen. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, warum sich unser Gehirn notwendigerweise so weit entwickelt hat, um die letzten Dimensionen der Wirklichkeit zu ergründen. Es ist doch wirklich beeindruckend, wie viel wir von der Welt, und mag sie noch so weit jenseits unseres Erkenntnishorizonts reichen, mittlerweile verstehen. Wenn einst die Geschichte der Wissenschaft neu geschrieben wird, dann wird das Kapitel der Entdeckungen über das Universum in den letzten Jahrzehnten eines der spannendsten sein. Aber die entscheidende Frage ist, was wir alles noch nicht wissen. Das ist nun die Herausforderung für die Menschen des 21. Jahrhunderts.